Das ist der Starbuck. Der Starbuck ist Biometrie-Hacker und der möchte gerne den Iris-Sensor vom neuen Samsung Galaxy S8 begehen. Wie könnte er das nur machen? Naja, der Sensor funktioniert mit einer Kamera, also macht der Starbuck einfach mal ein Foto von seinem Auge. Dazu hat er sich zwei Freunde eingeladen und die machen jetzt ein Foto von seinem Auge. Und weil der Sensor mit Infrarot arbeitet, machen wir das Foto im Infrarotmodus, nämlich im Nachtmodus der Kamera. Da ist auch schon der Starbuck. Guck, guck, da haben wir ein Foto von seinem Auge. So, und das druckt der Starbuck sich jetzt aus mit dem Drucker von Samsung. Da ist auch schon der Ausdruck. Und jetzt geht der Starbuck damit ins Labor. Da ist der Starbuck auch schon in seinem Labor und der hat einen Samsung Galaxy S8. Jetzt muss er dem erstmal beibringen, seine eigene Iris zu erkennen. Und das tut er auch super. So, nochmal ausprobieren. Handy gelockt. Zack. Er kennt seine Augen. Alles gut. Jetzt nimmt der Starbuck sich eine Kontaktlinse. Und die Kontaktlinse legt er auf den Ausdruck von seinem Auge, damit das echter aussieht. Und da sehen wir auch schon das Handy. Und der Starbuck hält seine Attrappe dran und das Handy geht auf. Und damit ist der Drops gelutscht.